Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deinem Monatsorakel für den Monat August. Wir schauen, was die Tarotkarten da schon preisgeben. Und wir haben als erstes bei dir, lieber Steinbock, den Mond. Eine sehr mysteriöse Karte, finde ich zumindest. Bei dem Mond ist es tatsächlich immer so, dass ich da meistens immer mehr Fragen habe als Antworten. Es ist so ein bisschen diese Kartenenergie von wegen der Weg. Also wir sehen den Weg, wir wissen aber nicht, wo er hingeht. Und es kann auch sein, dass das so ein bisschen nebulös wirkt, dass da eine Sache auf dich zukommt, eine Angelegenheit, die verworren wirkt, die vielleicht auch ein bisschen ja unheimlich anmutet, die vielleicht auch einfach schwierig zu greifen ist, ne, in diesem Monat. Deswegen bitte noch mal ganz genau darauf achten, ne, und auch vielleicht im Hinterkopf behalten, dass es in dem Moment vielleicht schlecht greifbar ist, aber sich in der Regel mit der Zeit immer auflösen wird. Ne? Ist wie so ein Nebel, ne? Morgens der Nebel und der lichtet sich im Laufe des Tages. Von daher, wenn du das Gefühl hast, du kannst da was nicht greifen, du kannst da was nicht sehen, das wird von alleine wieder weggehen. Ja? Da arbeitet die Zeit für dich. Und wir haben die zwei Kelche und die zwei Stäbe. Hier geht es um Dualität. Ich glaube tatsächlich, hier geht es tatsächlich um die Sache oder die Angelegenheit, die ich hier gerade sehe. Die ist auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Und vielleicht ist diese Gesamtheit in dem Moment schwer zu greifen, ne? So eine Medaille hat ja auch zwei Seiten. Du kannst diese beiden Seiten aber nicht immer auf einmal betrachten, sondern vielleicht schaust du dir da bei der Angelegenheit immer eine Seite zur jeweiligen Zeit an und versucht nicht das gleichzeitig. Ne? So könnte das hier sein. Wir haben mit den zwei Kelchen einmal so eine Karte, die zeigt so eine Seelenverbindung, die zeigt, Menschen begegnen sich auf Augenhöhe, man ist vielleicht auch sehr stark verliebt. Es ist immer so eine Seele-auf-Seele-Karte, gleichzeitig aber auch so Herz auf Herz. Und das Ganze aber auch sehr schön göttlich abgesegnet. Es kann sein, dass du hier eine schicksalsträchtige Begegnung hast, jemanden, den du vielleicht auch das Gefühl hast, du kennst diesen Menschen in- und auswendig, obwohl ihr euch das erste Mal in eurem Leben begegnet. Und manchmal kann das eine Zwillingsseele sein, manchmal ist es auch so eine göttliche Schicksalsbegegnung von einem Herzensmensch, der für dich auserkoren wurde. Von daher, ja. Versuch ein bisschen unvoreingenommen zu sein, zerdenk die ganze Nummer nicht, sondern lass es tatsächlich auf dich zukommen. Ne? Manchmal ist es auch so, die Menschen haben dann irgendwie eine Begegnung und wissen nicht, warum sie sich so angezogen fühlen. Und dann ist es manchmal eine Seele, die man aus einem anderen Leben kannte oder mit der man sich sehr verbunden fühlte oder vielleicht auch eine Zwillingsseele. Das ist bei dieser Karte tatsächlich auch immer eine sehr große Interpretation. Gleichzeitig haben wir das Gefühl hier, oder beziehungsweise ich habe das Gefühl mit den zwei Stäben, es ist so ein Blick nach vorne. Es verwirrt dich vielleicht, aber es ist auch irgendwie, gibt es dir neue Optionen im Leben. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich kenne auch viele Leute, die spirituell sind, aber vorher gar nicht so an den ganzen Kram geglaubt haben, bis ihnen wirklich etwas passiert ist, was sie nicht einordnen konnten und sich nicht anders erklären konnten. Sowas könnte das hier sein. Aber wie gesagt, ich sehe hier keine Ereignisse, ich sehe hier keine konkreten Geschehnisse, sondern ich sehe die Energien. Ne? Von daher, die versuche ich euch so klar wie möglich zu erklären. Aber natürlich, wenn ich Beispiele finde, bitte nehmt es auch nur als Beispiele. So, wir schauen mal weiter, was wir noch sehen dürfen. Oh, und der Tod. Okay, gleichzeitig läuft sich etwas tot. Gleichzeitig geht etwas anderes zu Ende. Und da ist bei dem Tod dürft ihr mal nicht erschrecken, da stirbt niemand, sondern es ist häufig eine Überzeugung, eine Angelegenheit. Bei einem Streit ist der Tod eine sehr, sehr positive Karte, weil er anzeigt, dieser Streit geht langsam zu Ende. Er verläuft im Sand, die negativen Gefühle, die festgefahrene Haltung fängt langsam an, sich tot zu laufen, Energien ändern sich und der Tod reitet immer Richtung Sonnenaufgang. Also es wird hier immer besser. Ne? Von daher keine Angst vorm Tod, erscheint wichtig zu sein, dass sich da etwas Altes totläuft. Etwas, was ihr nicht mehr braucht, ist es in der Regel. So, wir schauen mal weiter für den Steinbock.
Und da haben wir eine Erkenntnis, sehr schön, also so eine gewisse Wahrheit und eine Erkenntnis. Es kann auch sein, dass das hier im spirituellen Sinne eine Persönlichkeitsentwicklung ist, die ich hier auf dem Tisch habe. Vielleicht auch im ganz weltlichen Sinne gesprochen eine Persönlichkeitsentwicklung durch so eine mysteriöse Begegnung. Es kann aber auch sein, dass dir hier jemand begegnet, den du schon lange kennst, der dir hier eine Erkenntnis mitteilt und dann diesen ganzen Prozess in Gange setzt, ne? Von daher bitte, bitte sehr aufmerksam sein bei Kontakten oder bei Treffen allgemein im August. Das wäre jetzt so mein Rat für dich, damit du das nicht unterwegs, damit das nicht verloren geht, ne? Oder beziehungsweise, dass du das nicht übersiehst, weil es könnte hier tatsächlich etwas Wichtiges sein, wenn die Tarotkarten dich schon darauf hinweisen. Und dadurch kommt etwas Neues. Ah, spannend, der Wagen. Also hier kommt ein neuer Schwung. Etwas Altes geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Auch eine sehr schöne Karte, die auch mit sehr viel Motivation und Mut einhergeht. Es wirkt hier tatsächlich so, als ob sich hier etwas auch fundamental ändern kann bei dir im Leben, wenn du das denn möchtest und wenn du das zulässt. König der Münzen, okay, spannend. Was machst du denn hier jetzt noch mit drin? Und das Ass der Münzen, ja, tatsächlich geht es hier ins Handeln und es ist hier richtig schicksalsträchtig bei dir, Steinbock. Wahnsinn. König der Münzen ist in der Regel ein König, der Wachstum vermittelt oder beziehungsweise dir helfen kann beim Wachstum. Es ist jemand, der Sicherheit vermittelt, der dir den Rücken stärkt, vielleicht auch für eine finanzielle Sicherheit sorgt, sowas in der Art. Aber es ist auch gleichzeitig jemand, der sich sehr gut im Leben auskennt, der auch weiß, wo sind die schönen Seiten des Lebens, wie kann ich die am besten genießen. Sowas in der Art habe ich hier ganz stark als Impuls mit drin. Jemand, der wirklich sich im Leben locker flockig bewegt und wie so ein Fisch im Wasser schwimmt. Vielleicht ist das hier ein Bereich, bei dem du dich gar nicht auskennst, bei dem du erstmal hochgradig verunsichert bist und König der Münzen nimmt dich an die Hand und sagt, pass mal auf, ich kenne mich hier aber gut aus, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir alles. Und dann ist auch nicht mehr ganz so schlimm. Dann wirkt das nicht so, wie du musst schwimmen lernen, indem du ins Wasser gestoßen wirst, sondern König der Münzen nimmt dich an die Hand, gibt dir vielleicht noch eine Rettungsweste und sagt, pass auf, wir lernen zusammen schwimmen. Ne? So, sowas habe ich hier ganz, ganz stark in der Energie mit drin. Rat des Schicksals, ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, hier wird sich was fundamental verändern. Und das Rat des Schicksals ist auch so ein Indikator dafür, dass das jetzt so ein Schicksalsweg ist, den du bestreitest und der irgendwie wichtig werden wird. Der tatsächlich auch, ich sag mal, auf lange Frist etwas verändern wird oder wahrscheinlich dein Weg im Leben ein wenig verändern wird. Oder vielleicht nicht nur ein wenig, sondern ganz schön doll. Ass der Münzen. Absolute Glückskarte. Das ist tatsächlich so eine Karte. Es könnte hier in was sehr Schönes reingehen. Und durch diesen Weg, den du jetzt anfängst zu gehen, hast du Möglichkeiten, auch schöne Dinge zu erfahren. Es ist eine Glückskarte. Es ist so ein bisschen wie der Topf voll Gold steht an jeder Ecke. Du musst nur die Augen aufmachen und die Arme danach ausstrecken. Und dann hast du hier sehr, sehr schöne Chancen, dass das Glück zu dir kommt. Durch diesen neuen Weg, durch diesen neuen Schwung. So, wir schauen noch mal ein bisschen weiter. Ich möchte vielleicht noch einmal vorweg sagen, bevor ich hier weitermische, ob ihr diese Energien annehmt, ob ihr da besonders aufmerksam seid oder ob ihr einfach sagt, nein, ich möchte mein Leben so weiterleben, wie ich es bisher getan habe. Ich verschließe die Augen, ich möchte diese ganzen Impulse nicht wahrnehmen. Das ist eure eigene Entscheidung und da will ich euch auch gar nicht reinreden. Ne? Ich kann euch nur sagen, was ich jetzt sehe, was für Impulse und Energien jetzt günstig wären und was ihr tun könnt. Ob ihr das wollt, ist eine ganz andere Geschichte und dürft ihr ganz, ganz alleine entscheiden. Nur weil ich etwas sehe oder euch auf etwas hinweise, bedeutet das nicht, dass ihr das tun müsst. Die Karten sind Ratgeber, ja, aber nicht die Führung. So, schauen wir mal. Wow. Okay, wir haben hier Ass der Kelche. Wahnsinn. Eine wahnsinnig schöne Karte in Bezug auf Gefühle. Das ist so ein bisschen dieses, die Gefühle sprudeln wie so ein Brunnen. Es ist wirklich so eine Gefühlsdusche. Das kann auf der einen Seite natürlich sich unangenehm anfühlen, auf der anderen Seite bringt es dich emotional ein ganzes Stück weiter. Also ich habe das Gefühl, hier werden vielleicht auch Beziehungen vertieft. Hier werden Dinge nochmal überdacht. Hier ist so eine ganz starke Intensivierung von emotionalen Bindungen, habe ich hier ganz stark mit drin. Also als ob du da diesen Weg, als ob er dich einfach intensiver zu Emotionen bringt, als ob er dich vielleicht auch nochmal näher an andere Menschen ranbringt, vielleicht auch nochmal ein besseres emotionales Verständnis für die Welt,
für andere Leute, für deinen Herzensmenschen, vollkommen egal, ne? Aber es wirkt hier tatsächlich so, als ob du wirklich in so einem Gefühlsstrudel drin bist. Aber wie gesagt, König der Münzen kann mit dir schwimmen lernen, ne? Er würde dich da sehr gerne unterstützen. So. So, wir schauen mal weiter. Wir schauen mal weiter. Und da fängst du an zu schwimmen. Sehr schön. Das ist die Närrin, ist so eine typische Karte. Du schmeißt dich ins kalte Wasser und du hast da Lust drauf. Du kannst das ausprobieren. Du darfst dich auch ausprobieren und du darfst auch gucken, wie gefällt mir das. Hat das Wasser eine angenehme Temperatur? Wie weit kann ich schwimmen? Wie weit kann ich tauchen und so weiter und so fort. So dieses Ausprobieren habe ich da ganz, ganz stark mit drin. Und auch dieses, ich mache das jetzt mal. Ich gucke mal, wie sich das anfühlt. Ne? Es geht hier nicht darum, irgendwas zu bewerten, irgendwie zu sagen, oh Gott, das Wasser ist so kalt und ich traue mich da nicht rein, sondern es geht hier tatsächlich um dieses einfach, ich mach mal und guck, was passiert. Das ist auf der einen Seite natürlich eine sehr spontane Karte und eine sehr löbliche Einstellung, einfach ohne etwas zu wissen vorher, sich da reinzustürzen. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch ein bisschen zu naiv, ne? Da muss man so ein bisschen gucken, wie man die Balance findet. Es wirkt hier aber tatsächlich so, weil ich König der Münzen mit drin habe, darfst du dich da auch völlig naiv reinstürzen. Er wird aufpassen, ne? Er kennt sich hier gut aus. Da musst du aber tatsächlich auch darauf achten, dass König der Münzen dann dabei steht am Beckenrand, ne? Im übertragenen Sinne. Ich versuche da so ein bisschen diese emotionale, spirituelle Reise als, ja, Schwimmerlebnis euch zu verkaufen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? Wie gesagt, da könnt ihr euch tatsächlich ausprobieren, da könnt ihr mal gucken, wie fühlt sich das an. Und ich glaube tatsächlich, hier ist eine Menge, hier wieder eine Menge Emotionen. Also Ritter der Kelche ist eine typische Emotionskarte. Das ist so diese Stimmung von, da kommen neue Emotionen, neue Erfahrungen auf mich zu und es ist überwältigend. Also ich habe ganz intensive, überwältigende Gefühle bei dir gerade, so als Input, als ob du da wirklich auch nochmal deine eigenen Emotionen vielleicht neu erkennst, neu erforscht und vielleicht auch so ein bisschen überrascht bist, zu was für Emotionen du eigentlich fähig bist. Vielleicht geht es ja auch so Thema, ich sag mal, das ist auch so ein Beispiel. Wie gesagt, benutzt die Beispiele bitte als Beispiele. Wenn wir jetzt von dieser spirituellen Entwicklung reden, was wie gesagt auch ein Beispiel ist, ne, dass dich das erstmal so ein bisschen verwirrt, dass du Menschen triffst, die dir dabei weiterhelfen können. Du verabschiedest dich vielleicht von alten Glaubenssätzen aus der weltlichen Welt und fängst hier an, weiß nicht, zum Beispiel mit Meditation, das auszuprobieren. Und du merkst plötzlich, dass du während der Meditation Gefühle und Körperempfindungen spürst, die du vorher noch nie hattest und da vielleicht auch so ein bisschen überwältigt bist, sowohl im Positiven als auch manchmal im Negativen. Von daher, es sind hier sehr, sehr tiefe Emotionen, die ich hier bei dir reinkriege und die aber auch auf jeden Fall großes Potenzial haben für dein weiteres Schicksal. Ne? Also ich habe hier wirklich so eine Menge Potenzial mit drin bei dir. Sehr, sehr viel Potenzial, dass sich dein Leben im August nochmal richtig wandeln könnte. Und wie gesagt, ob du dann schwimmen lernst und ob du da dich ins kalte Wasser schmeißen lässt oder beziehungsweise selber reingehst, auch das ist alles wieder deine eigene Entscheidung. Ne? Wie gesagt, ich sage nur, was die Karten mir hier sagen, was jetzt günstig wäre, was du letztendlich draus machst, darfst du entscheiden. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir sind alle Karten durchgegangen. So langsam ist die Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich auch erschöpft. Ich habe mal irgendwann gelesen, so man sollte keine Vorträge über 18 Minuten halten. Von daher versuche ich euch auch nicht so lange Sachen anzutun. Ich würde sagen, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, sodass ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar. Schreibt mir auch gerne, wenn noch irgendwas unklar ist oder wenn ich noch mal etwas anders erklären soll, ne? Ich versuche immer mein Bestes, die Energien euch nahe zu bringen, aber ich kann natürlich selber nicht wissen, ob es dann auch so angekommen ist bei euch. Von daher, bitte seid da nicht schüchtern, schreibt mir und ich versuche es nochmal anders zu erklären. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen, fruchtbaren, ertragreichen August für euch selber und bis zum nächsten Mal.